Alles klar, Mama? Weil ich doch deine Rolle spiele in Mamas neuem Stück. Und wann wolltest du es uns erzählen? Das möchte ich keinesfalls durchleben müssen. Und die Haltung nehmt ihr immer ein. Ihr seid jetzt sie, okay? Wie kommst du auf die Idee, ein Stück über mein Leben zu machen? Du wirst das Stück stoppen. Nein, unmöglich, das geht nicht. Ich bin keine 15, Mama. Denkst du auch an die Konsequenzen deines Theaterprojekts? Hast du dabei je an Maman gedacht? Geh doch einfach mal zum scheiß Seelenklempner und wirf nicht uns, den Leuten, zum Fraß vor. Ich habe einen Anruf aus Algier bekommen. Dein Vater hatte einen Schlaganfall. Du bist die Älteste. Du fliegst mit deinen Schwestern hin. Das schaffe ich nicht, das mache ich nicht. Doch mal durch. Vor 29 Jahren hat ihn euer Vater entführt. So geschwächt wird er reden. Er wird sagen, wo er meinen Sohn versteckt hat. Der Vater eignete sich das Familienstammbuch an. Die Kindesentführung ist legal. Frankreich kann nichts für sie tun. Ich spür's doch, für dich gehören wir nicht hierher. Wir sind Ausländerinnen für dich. Das wird ja immer besser. Jetzt seid ihr plötzlich Algerierinnen. Ihr wachst in Frankreich auf, lebt in Frankreich. Und dann kommt ihr hierher und belehrt uns. Nein, wir suchen hier unseren Bruder. Also kannst du uns helfen. Ohne deine Scheidung wären wir nicht an dem Punkt. Alagel cum illita lact. Für eure Freiheit. Ah, رفض انت صقتني انت فا